Ein geglücktes Heimspiel für Nico Verdonk und ein Muttertag nach Maß für Claudia Hürtgen. So lauteten die Schlagzeilen beim zweiten Rennwochenende der ADAC GT Masters. Auf der legendären Rennstrecke im belgischen Spa gewann Hürtgen mit Partner Dominik Baumann am Sonntag Rennen 2. Den ersten Lauf am Samstag entschieden die Ford GT-Piloten Frank Kechele und Nico Verdonk für sich. Ja, das ist großartig, auch für meine Landsleute. Ich bin der einzige belgische Fahrer am ADAC GT Masters, dazu noch so ein kultiges Auto wie der Ford GT. Alle haben heute einen tollen Job gemacht, einfach perfekt. Lokalmatador Verdonk ging von der Pole ins erste Rennen und behauptete diese am Start souverän. Dahinter Simon Knapp im BMW und Maximilian Bug im Mercedes. Dann griff der Wettergott ins Renngeschehen ein. Erst tröpfelte es, dann goss es in Strömen. Die anspruchsvolle Strecke in Spa geflutet, das Beherrschen der Fahrzeuge auf Slicks eine wahre Meisterleistung. Die Boxenstops im Zeichen von Fahrer- und Reifenwechsel. Team Lambda Performance beim Umstieg auf Regenpneus fehlerfrei und der Konkurrenz damit auf 18 Sekunden enteilt. Ja, mein Stint lief fantastisch. Ich bin von Platz 1 gestartet und konnte die ganze Zeit in Führung bleiben, egal ob die Strecke trocken oder nass war. Das Team hat zudem einen super Boxenstopp gemacht, der nahezu perfekt war. Nach den Stops nun Vorjahreschampion Maximilian Götz, erster Verfolger des Ford GT. Nach dem verpatzten Saisonauftakt in Oschersleben meldete sich das Polarweiß Racing Team mit 2 zweiten Plätzen ins Spa zurück. Frank Kechele verwandelte den großen Vorsprung bis auf diese Ehrenrunde souverän. Für ihn und sein Team der erste Sieg überhaupt im ADAC GT Masters. Im zweiten Lauf krachte es gleich in Runde 1. Audi-Pilot René Rast wird in der Eau Rouge gedreht, der Motor geht aus und der R8 wird langsam. Zu langsam für Jörg Müller, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen kann. Rast durch die Wucht des Z4 kräftig durchgeschüttelt. Mir geht soweit gut. Ich komme gerade aus dem Medical Center, also ist nichts gebrochen. Wirbelsäule scheint okay zu sein. Ich habe natürlich extreme Schmerzen im Kopfbereich, Nackenbereich und auch in beiden Beinen, aber es ist alles okay soweit. Die Entscheidung um den Sieg fiel kurz vor Schluss. Claudia Hürtgen mit dem Angriff auf den führenden Maximilian Bug und vorbei. Die schnelle Dame aus Aachen verdarb dem Team Polarweiß Racing die Party. Ich bin rausgefahren, habe gedacht, jetzt fahre ich um mein Leben und ich denke mal, meine Mutter, mein Team, mein Teamkollege, das Ganze, meine Familie hier und dann habe ich nochmal alles gegeben und es hat gereicht, ja. Hürtgen krönte sich am Muttertag also selbst. Teamkollege Dominik Baumann gelang der erste ADAC GT Masters Erfolg überhaupt. In der Gesamtwertung führen die Z4-Piloten Simon Knapp und Jérôme Den Boer 3 Podestplätze in 4 Rennen als Beleg für die Konstanz der beiden Niederländer.